Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, Volker ist heute hier, um uns über eine neue Verordnung zu informieren, über die gesprochen wurde vor einigen Tagen. Diese soll die Lage für Nutzer und Nutzerinnen von Telekommunikationsdiensten verbessern. In der Vergangenheit war es oft so, dass da eine gewisse Geschwindigkeit angegeben wurde, mit der man durchs Internet surfen kann, wenn man seinen Vertrag unterschrieben hat. Viele von euch wissen, dass wenn man diese Geschwindigkeit dann mal überprüft hat mit einem Speed-Test im Internet, dass die unter Umständen gar nicht erreicht wurde. Was muss da transparenter werden? Was muss an der Lage der Nutzer und Nutzerinnen verbessert werden? Und was muss sich die Telekommunikationsbranche einfallen lassen, um diesen Ansprüchen zu genügen? Volker Tripp war bei der Transparenzverordnung oder bei der Besprechung derselben dabei und kann uns ein bisschen was erzählen. Schönen guten Tag erst nochmal. Ja, hallo. Wie funktionierte diese Versammlung bzw. diese Besprechung zur Verordnung? Wer war da alles vor Ort und hat über Geschwindigkeiten im Netz philosophiert? Ja, das war eine Expertenanhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages, kurz Wirtschaftsausschuss. Und bei Anhörungen im Wirtschaftsausschuss ist es ein bisschen anders als bei anderen Anhörungen. Da läuft es in der Regel so ab, dass die Leute vorher, die Sachverständigen vorher, ihre schriftlichen Stellungnahmen abgeben und dann in der eigentlichen Anhörung noch nicht mal mehr ein Eingangsstatement kommt, sondern da wird dann werden die einzelnen Sachverständigen ganz gezielt gefragt. Mhm. Ja, und das geht immer nach Parteienproport, also in dem Fall war es so, man hat zwei Fragerunden gemacht und pro Fragerunde hatte die Union zwei Fragen, die SPD zwei Fragen und Grüne und Linke jeweils eine Frage. Ja, und die Experten kamen eben, wenn man so will, von beiden Seiten des Konfliktes. Auf der einen Seite waren da Leute, die sich für die Rechte der Nutzer und Nutzerinnen einsetzen wollen. Mhm. Leute, die wie die digitale Gesellschaft für Verbraucherschutz und Bürgerrechte im Netz arbeiten. Mhm. Und dann gab es aber auch Teilnehmer, die quasi von den Providers kamen, von den Internetanbietern. Genau, da war die Telekom vertreten, Bitkom war vertreten, VATM war vertreten. Das waren so die Leute, von den Providern da waren. Und auf der anderen Seite zum Beispiel der Chaos Computer Club oder der VZBV oder eben wir. Mhm. Und die Bundesnetzagentur, die quasi die Urheberin ist dieser Verordnung, von der war auch eine Vertretung. Mhm. Und wie muss man sich dann die Stimmung vorstellen? Ist es dann so, dass sich da quasi gegenseitig Argumente an den Kopf geworfen werden und die Telekommunikationsbranche auch gerne mal abwehrt? Oder ich kann es mir schwer vorstellen. Nee, das ist leider gar nicht so. Dadurch, dass wirklich sehr gezielt gefragt wird und eigentlich auch jede Fraktion da nur diejenigen Sachverständigen fragt, die sie selber bestellt hat, ergibt sich also eigentlich keine Fachdiskussion unter den Sachverständigen, sondern es wird eben ganz gezielt auf Fragen geantwortet. Man kann es dann versuchen, geschickt zu machen, wie so ein Politiker und gelegentlich einfach mal auf Fragen antworten, die gar nicht gestellt wurden. Ja. Wie viel Uhr ist das? Meine Frau hat schon vor 13 Jahren mit diesem Job begonnen. So sieht's aus, ja. Sehr gut. Das muss man sich halt dann auch draufziehen im politischen Tagesgeschäft. Wahrscheinlich. Ja. Solche Techniken. Jetzt lass uns über Transparenz sprechen. Das ist ja eine sogenannte Transparenzverordnung. Genau. Entstanden. Wie funktioniert die? Wie gewährleistet die, dass Kunden und Kundinnen von Telekommunikationsunternehmen besser informiert werden? Na, die definiert so ein paar Pflichten für Telekommunikationsanbieter oder Anbieter von Telekommunikationsdiensten, von Internetzugängen. Zum Beispiel steht da drin, dass zukünftig die Anbieter für die Kunden vor Vertragsabschluss ein Produktinformationsblatt, so heißt das, bereithalten müssen. Und da steht beispielsweise drauf, was ist die maximale Geschwindigkeit, die sie von ihrem Internetzugang erwarten können, was ist die minimale Geschwindigkeit und was ist die normalerweise zu erwartende Geschwindigkeit. Außerdem soll eben für so volumenbeschränkte Verträge drinstehen, wann gedrosselt wird, ab welcher Grenze, welche Dienste da einberechnet werden, welche nicht. Also im Grunde all diese Fragen, die man zu so einem Produkt hat, zu so einem Telekommunikationsprodukt hat, die sollen quasi auf einen Blick von den Kunden erfassbar sein, damit er nicht mit so einem Geschwurbel und mit einem Kleingedruckten und so weiter konfrontiert ist, sondern wirklich auf einen Blick sehen kann, das bekomme ich für mein Geld. Ja, es hört sich erstmal so an, als müsste das auch im Interesse der Anbieter sein, dass da relativ klar formuliert wird, was angeboten wird. Das ist nicht so ein großes Interesse herrscht davor. Nö, also das, sagen wir mal so, dass die Tatsache, dass der Telekommunikationsmarkt bisher so aussah, wie er aussah, hat ja einen Grund. Und er hat eben auch den Grund, dass man diese Produkte möglichst verkaufen will und natürlich vor allen Dingen immer mit Versprechungen, bis zu so und so viel Mbit nach draußen geht. Und das bis zu ist dann in der Regel sehr klein gedruckt und die Zahl ist sehr groß gedruckt. Also man sieht schon, es ist darauf angelegt, ich will nicht sagen, eine Fehlvorstellung zu erwecken, aber jedenfalls dann doch
vielleicht manchmal das nach mehr aussehen zu lassen, als es tatsächlich das, ist. Okay, das sind aber die klassischen Funktionsweisen im kapitalistischen System, kann man sagen. Ja, im Supermarkt steht auch, die Socken kosten ab 6,99, aber dann halt auch nur, wenn du die Größe 25 kaufst. Genau, aber das Blöde bei so Telekommunikationsdiensten ist ja, dass sie dann häufig über 24 Monate oder 48 Monate sogar laufen, diese Verträge. Und dann wird es halt immer schwierig, auch mit dem Wechseln und so weiter. Und deswegen möchte man eben jetzt eine bessere Information. Yes, und jetzt muss man natürlich fragen, wie weit seid ihr gekommen mit euren Forderungen? Was habt ihr da durchsetzen können? Beziehungsweise was ist angekommen bei den Politikern und Politikerinnen? Na, noch ist die Verordnung ja nicht in Kraft und sie ist auch noch nicht verabschiedet. Es war jetzt erstmal eine Expertenanhörung, wo man so die Meinung sagen konnte dazu. Was jetzt daraus gemacht wird, wird man noch sehen. Aber es gibt schon Punkte, die man kritisieren kann an diesem Produktinformationsblatt. Es klingt ja erstmal super zu sagen, naja, die minimale, die maximale und die normalerweise zu erwartende Geschwindigkeit müssen angegeben werden. Dann stellt sich allerdings die Frage, was heißt denn normalerweise zu erwartend? Also an wie viel Stunden pro Tag ist denn das jetzt? Ja. Und also was heißt das ganz genau? Ja. Und das steht in der Verordnung nicht drin. Da haben wir zum Beispiel angeregt, man sollte eigentlich einen festen Zeitraum angeben. Ja. Also sagen, die an 23 Stunden pro Tag zu erwartende Geschwindigkeit oder an 95% der Tageszeit zu erwartende Geschwindigkeit. Irgendwie sowas in der Art, was halt greifbar und überprüfbar ist. Ja. Denn die Idee ist ja, Verbraucherinnen, Verbraucher sollen hingehen, sollen dann auch die Möglichkeit haben zu überprüfen, was bekomme ich denn jetzt eigentlich? Ja. Das ist auch ein Teil dieser Verordnung, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Und dann müssen sie natürlich die Möglichkeit haben, wenn sie festgestellt haben, ich bekomme die und die Geschwindigkeit, das abzugleichen mit dem, was ihnen vertraglich versprochen wurde. Und das muss ja handfest sein. Und dann muss man in der Konsequenz eben den Vertrag auch frühzeitig kündigen dürfen oder zumindest in einen anderen Tarif wechseln. Das ist so ungefähr, was ihr gefordert habt. Genau. Ja. Also ja, also wobei jetzt, sagen wir mal, diese Frage der Kündigungsrechte und so, die ist eigentlich nicht wirklich Gegenstand dieser Verordnung. Da geht es wirklich erstmal um die Information und welche Rechte dann für Verbraucherinnen und Verbraucher daraus resultieren. Das steht eigentlich nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das sollte natürlich so sein. Wenn ich die vertragsgemäße Leistung nicht bekomme, dann entweder nachbessern oder ich muss halt aus dem Vertrag aussteigen. Jetzt hast du gerade die Speedtests und die Glaubwürdigkeit dieser Speedtests nochmal angesprochen, denn die meisten Speedtests, die man so durchführen kann, wenn man zum Beispiel, sage ich jetzt mal, rausfinden will, ob der Telekom-Anschluss so schnell ist wie versprochen, dann geht man ja auf die Seite der Telekom und checkt das eben genau dort. Da könnte man natürlich jetzt annehmen, die machen das ein bisschen wie VW, ja, und können da Ergebnisse dieses Tests auch manipulieren. Ja. Deswegen ist das auch ein Punkt gewesen, den ihr angesprochen habt. Ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt sogar, der in der Verordnung auch geregelt ist. Es muss eben die Möglichkeit bestehen, die Datenübertragungsrate tatsächlich zu überprüfen. Ja. Ja, und dazu bietet diese Verordnung drei Möglichkeiten an. Entweder kann es eine anbieterinitiierte Messung sein oder es kann ein Messtool sein, was der Anbieter anbietet und die Kunden eben von sich ausnutzen können. Oder es gibt auch noch breitbandmessung.de, das ist ein Tool von der Bundesnetzagentur. Und diese drei Tools, damit kann man eben jetzt dann die Geschwindigkeit überprüfen. Mhm. Das Problem ist aber, dass die Verordnung gerade für die anbieterseitigen Messungen überhaupt gar keine Vorgaben macht, sondern einfach nur sagt, ja, du musst halt ein Messtool anbieten. Mhm. So, aber wie die Parameter sein sollen, wie die Messverfahren aussehen sollen, genau das steht da nicht drin. Und da haben wir ein Riesenproblem. Denn wenn der Anbieter nur innerhalb seines eigenen Netzes misst, dann kann er ganz andere Geschwindigkeiten als Ergebnis rausbekommen, als wenn er tatsächlich gar nicht innerhalb seines Netzes, sondern quasi aus seinem Netz rausmisst. Ja? Ja. Also man könnte vereinfacht sagen, ne, normalerweise wird er oft die Geschwindigkeit angeben, die zwischen ihm, also dem Provider und dem Kunden besteht. Die ist in der Regel ganz gut. Eine andere Frage ist, wie gut ist eigentlich die Geschwindigkeit zwischen dem Provider und dem Internet da draußen? Und das ist die viel interessantere Frage. Also nur mal, um ein Beispiel zu geben, dafür, dass eben es gibt vielfache Möglichkeiten für Anbieter, halt ihre Messungen, ich sag mal, zu optimieren. Mhm. Ja, also zu seinen eigenen Gunsten zu optimieren. Ja. Und damit das ausgeschlossen ist, müsste man eigentlich objektive Messverfahren und Parameter vorgeben. Und das fehlt leider in der Verordnung, war entsprechend auch eine unserer Forderungen. Objektivität war sowieso eigentlich ein wichtiges Thema. Ne? Ihr habt gesagt, man muss objektiv darüber reden, was bedeutet eine normale Geschwindigkeit oder die Geschwindigkeit, die normalerweise erreicht werden kann. Das muss objektiv geklärt werden. Und dann eben auch der Punkt, den wir gerade besprachen, auch die Messungen, über die Geschwindigkeit des Netzes Informationen geben sollen, die müssen auch objektiv quasi überprüft werden können. Genau, also Sinn und Zweck ist ja, dass der Kunde vergleichbare Informationen erhält und dafür brauche ich halt eine objektive Messlatte, damit die Vergleichbarkeit gegeben ist. Dann gab es noch, wir haben es gerade schon erzählt, diese Themen Kündigung und Vertragsverlängerung, das sind ja Sachen, über die durchaus gestritten wurde. Ja, sehr. Bei der Anhörung, was war da der Stein des Anstoßes? Warum haben sich da die Telekommunikationsanbieter vielleicht nicht so schnell drauf einlassen wollen?
fallen? Naja, also die Verordnung schreibt eben vor, dass künftig in der Rechnung angegeben werden muss, wann der Vertrag begonnen hat, wann die Mindestvertragslaufzeit endet und zu welchem Zeitpunkt spätestens gekündigt werden muss, damit eben keine Vertragsverlängerung einsetzt. So, und das soll auf der Rechnung angegeben werden. Und da sind die Telco-Anbieter im Dreieck gesprungen natürlich, halten das für einen wahnsinnig tiefen Markteingriff und so weiter und so fort, weil sie natürlich Angst haben, dass jetzt Leute mal von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen und dadurch eben natürlich noch mehr Druck und mehr Konkurrenz entsteht auf dem Telco-Markt, was natürlich ganz im Sinne der Verbraucher ist. Mhm. Ja, und deswegen, also wurde auch gesagt, das könne man doch eigentlich gar nicht angeben, ja, das sei doch gar nicht möglich, daraus seien auch deren interne Systeme seien eigentlich gar nicht darauf ausgelegt. Gleichzeitig steht aber in den Stellungnahmen von den Vertretern der Telekommunikationsunternehmen drin, das sei auch gar nicht nötig, dass man es auf die Rechnung schreibt, denn der Kunde könne ja diese Information jederzeit im Kundencenter erfragen und es gäbe ja auch Apps, mit denen er das berechnen könne. Ne, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das möglich ist, warum kann man das denn nicht einfach die gleiche Information auf der Rechnung. Herr Volker, das musst du verstehen. Die Information, die können wir nur in die App reinladen. Ins Internet kriegen wir die nicht rein. Wir haben es schon mehrfach versucht. Das passt einfach nicht, oder? Irgendwie hat es nicht gepasst. Ja. Gibt es denn jetzt Punkte in der Verordnung, die unter den Tisch gefallen sind, wo ihr sagt, da muss nochmal nachgebessert und nochmal nachdiskutiert werden? Ja, diese Verordnung ist eigentlich, sagen wir mal, eine Folge auch aus einer europarechtlichen Verordnung, der Telekom Single Market Verordnung, in der die Netzneutralität geregelt wurde. So, und diese Verordnung auf europäischer Ebene erlaubt auch sogenannte Spezialdienste. Ja? Also das heißt, Dienste mit einer garantierten Qualität, einer garantierten Geschwindigkeit und so weiter, die quasi in Anführungsstrichen neben dem normalen Internet laufen. Das Problem ist aber, dass wenn Telekommunikationsunternehmen diese Spezialdienste neben normalen Internetzugangsdiensten anbieten, dann gehen die über dieselbe Infrastruktur, beanspruchen Bandbreite und können damit die Verfügbarkeit und Qualität der Internetzugänge beeinträchtigen. Und das war's mit Netzneutralität. Dann sowieso, zumindest ein Stück weit. Aber der springende Punkt ist, diese Spezialdienste, die sind in der Transparenzverordnung überhaupt gar nicht angesprochen. Aha. Das heißt also, weder kriegen die Kunden von Spezialdiensten so eine Information darüber, was denn jetzt genau Gegenstand ihres Spezialdienstes ist. Aber umgekehrt, die Kunden von Internetzugangsdiensten kriegen auch keine Information darüber, wie vielleicht Spezialdienste, die derselbe Anbieter anbietet, denn jetzt den Internetzugangsdienst beeinträchtigen können. Ja? Aber genau solche Punkte sind sogar angesprochen in der TSM, also in der Telekom Single Market Verordnung. Und gleichwohl hat man die also in dieser Transparenzverordnung gar nicht berücksichtigt. Und da muss man sagen, müsste tatsächlich mal nachgebessert werden, und zwar dringend nachgebessert werden, weil auch bei Spezialdiensten und bei ihrem Einfluss auf Internetzugangsdienste besteht ein ganz, ganz hoher Informationsbedarf für Verbraucherinnen und Verbraucher. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann kann man mit Verbesserungen rechnen als Nutzer oder Nutzerin des Internet? Wann wird diese Verordnung unter Umständen in Kraft treten? Und glaubst du, dass die beiden Seiten, die da quasi Lobbyarbeit gemacht haben, nämlich einmal die Telcos und auf der anderen Seite eben die Leute, die für Bürgerrechte im Netz, glaubst du, dass die Waage da quasi für euch ausschlägt? Glaubt ihr, dass ihr da genug Druck gemacht habt? Ja, also ich finde schon, dass die Bundesnetzagentur dann ziemlich guten Entwurf vorgelegt hat. Wie gesagt, da gibt es noch ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann, um es einfach noch ein bisschen besser zu machen. Aber so im Großen und Ganzen ist das Ding, glaube ich, auf einem guten Weg. Wann tatsächlich die Verordnung in Kraft tritt, ist momentan noch nicht abzusehen. Das ist nämlich so eine kleine Besonderheit. Normalerweise werden Rechtsverordnungen in Deutschland einfach von einer Behörde erlassen. Also das könnte die Bundesnetzagentur eigentlich selber machen. Aber in der Ermächtigungsgrundlage ist halt vorgeschrieben, dass für diese Art der Verordnung der Bundestag noch zustimmen muss. So, das heißt, und diese Zustimmung des Bundestages, die muss eben jetzt noch erfolgen. Man hat es im Ausschuss diskutiert und in einigen Wochen oder Monaten wird dann wahrscheinlich die Entscheidung im Plenum kommen. Und dann in der Tat wird's wohl noch eine Übergangsfrist geben, aber vielleicht irgendwann im nächsten Jahr werden wir dann die Segnungen dieser Verordnung auch sehr gut bekommen. Ich bedanke mich im Namen der gesamten Flux FM-Hörerschaft bei dir, Volker Tripp, und der digitalen Gesellschaft dafür, dass ihr für uns an dieser Versammlung teilgenommen habt und dass ihr auch unsere Rechte eingefordert habt den Telcos gegenüber. Die Transparenzverordnung war unser Thema heute im Gespräch mit der digitalen Gesellschaft. Auf Ergebnisse dieser Gesprächsrunde und auf den Einsatz dieser Transparenzverordnung muss man noch ein bisschen warten, aber die Geschichte ist auf dem richtigen Weg, auch wenn es noch ein paar Stellschrauben gibt, die nachgebessert werden müssen. Volker Tripp von der digitalen Gesellschaft war bei uns im Studio. Auch für den Besuch nochmal. Vielen Dank. Gerne. Flux FM in digitaler Gesellschaft.